Intellectual unterwegs. Die Mexco ist vorüber. Gestern Abend sind wir zurück. Und jetzt fahren wir hier durch Stuttgart und haben zwei neue Fahrgäste aufgenommen, der Martin und ich. Das ist einmal die Corinna und einmal der Jonas von der Diconium Strategy. Das ist die Strategie, die digitale Strategieberatung der Diconium. Und wir haben den Wagen hier von Mercedes-Benz, das 20-millionste Fahrzeug von Mercedes, das Werk Sindelfingen verlassen hat, hier noch einen Tag zur Verfügung und dachten, Mensch, wir fragen die beiden, die nämlich die kompletten 48 Stunden der Mexco in Köln waren, wir fragen die beiden, was denn so ihre Eindrücke waren, was waren ihre Wow-Momente, was waren ihre Most-Hated-Momente, was hat sie überrascht, ob sie es zusammenfassen können auf einen Satz und so weiter. Und freuen uns, dass ihr beiden Zeit habt für uns, hier noch eine Runde durch Stuttgart zu drehen. Deshalb gleich die erste Frage vielleicht an dich, Corinna. Was war dein Wow-Moment bei der Dimexco 2016? Puh, ich glaube, das ist schwierig zu sagen, was wirklich der Aha-Moment war. Ich glaube, am Ende sind es die vielen Kontakte, die einzelnen Kontakte, die man irgendwo knüpft und die vielen kleinen Impulse, die man mitnimmt, die dann einen irgendwo weiterbringen. Aber den Aha-Moment, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Okay. Bei dir, Jonas? Also ich war überrascht von der schieren Breite und Tiefe eigentlich der Ausstellung, muss ich sagen. Also auch, ich hatte auch nicht den einen Aha und den einen Wow-Moment. Aber allein da anzukommen, digitale Messe, digitale Expo in der Größe und Breite, fand ich beeindruckend. Das war schon das Größte, also war auch in der Presse, das die Größte, die Mexco dieses Jahr ever bisher. Ja. Einen Satz, der hängen blieb, gab es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das war ein Satz, der mir... Ja, man hat ja immer diesen einen Satz, irgendwas nehmen wir mit und diese Aussage verwendet man dann auch ab und zu. Was war das? Genau, also bei mir ganz klar, snippetize your content to make it shareable. Also jegliches Video so klein wie möglich schneiden und ein Snippet raussagen, was den Kunden direkt anspricht, shareable machen und am besten gleich noch eine Brand-Message davor oder danach schalten, war beim Twitter-Vortrag eindeutig der klare Satz. Fällt es auch unter die Kategorie Shortform? Absolut. Content, ja? Okay. Bei dir? Was ich mitgenommen habe, ist, glaube ich, der Satz, we have to move from a structured organization to a plasma organization. Das war von Paul Bulke von Nestle, der darüber gesprochen hat, wie man eine Organisation, die 150 Jahre alt ist, etabliert ist, ein traditionelles Unternehmen, wie man das heute zum Digital Leader bringt. Und ich glaube, das bringt ganz gut die Herausforderungen auf den Punkt, die traditionelle Unternehmen haben. Wir haben viele Strukturen und für alles Regeln, aber wenn es halt darum geht, innovativ zu sein und kreativ zu sein, dann können genau diese Regeln und Strukturen eben auch mal hindern. War Bulke auch der Mensch, den du nicht vergessen wirst? Oder gab es einen anderen, der bei der Dimexco dir so... Als Typ aufgefallen ist auf der Bühne? Ja, man spricht mit vielen Leuten. Die Person, die jetzt wirklich am meisten in meinem Gedächtnis ist, ist schwierig. Ich glaube, das ist vielleicht eine menschenähnliche Person. Also was mich sehr fasziniert hat, war, ich habe mal kurz mit Watson gesprochen. Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich viel Musik drin. Wir können das noch gar nicht absehen, was diese Technologie für uns bedeutet in Zukunft. Das sind wirklich gigantische Ausmaße. Und wir wissen nicht, was das für uns bedeutet und das macht mir am meisten Gedanken. Das hat mich wirklich in letzter Zeit am meisten umgetrieben. Kurze Randnotiz an die Zuschauer. IBM Watson war da, oder Watson, die künstliche Intelligenz von IBM, war auf dem Stand der IBM präsent und wir haben ein Video machen können mit einem der Watson-Entwickler. Könnt ihr auf unserem Kanal auch angucken, das Watson-Interview mit dem Herrn Pfeiffer. Was war für dich die Person, Jonas? Ja, witzigerweise kennt man den ganz gut, Czerno Jobertal, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Der hat leider in der Panel-Diskussion, vielleicht war es auch dem Morgen geschuldet, also es war Mittwochmorgen, drei Panel-Teilnehmer gehabt und alle Namen komplett durcheinander geschmissen. Also das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, wie ein so erfahrener Moderator dann leider mit den Namen so schwerwiegend durcheinander kommen konnte. Ja, das sollte als Profi nicht passieren. Nee, aber der ist mir leider in Erinnerung geblieben, neben allen anderen. Ich darf aus eigener schmerzhafter Erfahrung berichten, das passiert. Okay. Ja. Was war dein enttäuschendster Moment? Wir haben jetzt über Wow-Momente gesprochen und begeisternde Sachen. Was war das, wo du sagst, wow, das hätte ich auch irgendwie sparen können? Ja, also wir saßen zusammen direkt auf dem Boden, weil die Congress Hall so voll war. Ja, wir sind zu Google, wir sind mit großer Erwartungshaltung gegangen, im Vortrag von Google. Leider Statistiken über Suchvolumen und mobilen Traffic von Google hatte ich mir deutlich mehr erwartet. War ich wirklich sehr enttäuscht, dass da eine halbe Stunde lang nicht mehr kam.
Google war enttäuschend. Ja. Verstehe. Mhm. Bei dir? Ich glaube, es war der Moment, wo ich in mein Hotelzimmer gekommen bin. 35 Grad, man konnte das Fenster nicht öffnen. ja, die Nacht war nicht so angenehm. Ich glaube, die Hotelsituation in Köln während der Messe ist einfach unmenschlich. Aber gut, das übersteht man. War das der Grund, mag das der Grund sein, warum du so lange auf der Aftershow-Party bleiben musstest? Sicherlich, ja. Okay. Verstehe. Verstehe. Ist lange ausgeharrt. Das Motto der Dimexco war Pure Business. War das nur Pure Business? Ich glaube, das hängt davon ab, was man selber draus macht. Ja, ob man sich im Vorhinein Termine macht und die relevanten Personen trifft, die man gerne treffen möchte. Oder ob man halt auch einfach nur mal herumschlendert, sich ein bisschen beeindrucken lässt und sich Vorträge anhört, neue Impulse aufsammelt. Ja, ich glaube, das kommt darauf an, was man selber draus macht. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man sich die Vorträge anguckt, war es schon eher Business, also eher Leistungsportfolio und Servicebausteine vorgetragen, eine schöne Story verpackt. Auch an den Ständen, ja, sehr auf das Produkt und Serviceportfolio der einzelnen Aussteller und nicht jetzt irgendwie, um Leute zu begeistern oder Innovationen darzustellen, sondern schon darauf ausgelegt zu sagen, was kann ich und was kannst du bei mir kaufen. Wenn man sich die Masse anguckt, die eigentlich durch die Mexiko geschleust wird, ist es eher Entertainment. Ja, da haben wir eher so das Gefühl, es werden auf so einem Marketing- und Online-Marketing-Messe auch junge Leute, die einfach auch über den extrem lukrativen Preis, nämlich dass es umsonst ist, angezogen werden. Dann ist es eher Entertainment und dann versuchen sich die Brands auch vielleicht auch eher als eher im Recruiting-Sinne darzustellen. Aber kann man schon unterschreiben, ist schon versucht. Der Versuch ist schon da, ist eher businesslastig auszurichten. Also es ist ein Versuch, weil letztendlich war so der Grundgedanke, als wir so gelesen haben, ist es der zwanghafte Versuch jetzt aus dieser, das ist sowieso nur Online-Marketing, Ecke rauszukommen. Mhm. Ja? Mehr als ein Versuch, so als Resümee, oder? Ja? Ich denke, mehr als ein Versuch. Es war schon, ist schon auch gelungen, aber ist immer die Frage, ob man nicht aufpassen muss, dass es dann wieder zu entertaining wird oder zu massentauglich. Ich glaube, es ist ein schmaler Grat, da haben wir auch viel dazu diskutiert während der Demexco schon, was denn jetzt die Massen da eigentlich sollen und auch den Stand, also den Leuten am Stand, mit denen ich gesprochen habe, denen ging es natürlich genauso, wie viel relevanter Fußverkehr kommt da sozusagen vorbei. Ja, ja, klar. Muss man abwägen. Mhm. Genau. Mhm. Den Sushi-Stand hat es gefreut, der hatte permanent eine Schlange, genau. Weil so viel los war. Die letzte Frage unseres Interviews, die darf immer der Martin stellen. Und der Martin hat ja eine Beratervergangenheit, wie ihr wisst. Und deshalb ist er immer versucht er das nächste Projekt an Land zu ziehen, beziehungsweise immer so einen Beratungsauftrag in seine Frage reinzupacken. Deshalb seid überrascht auf seine letzte Frage, die euch jetzt stellen wird. Ja. Mhm. Ihr wisst ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dimexco 2017, was kann die Dimexco, was muss, was sollte, was könnte, was muss besser gemacht werden in 2017? Dimexco, gib den Herren und Damen der Organisation ein paar Tipps, bitte. Ich glaube, Jonas hat es gerade eben schon angesprochen. Es war sehr viel los, wirklich die relevanten Personen zu treffen, die man treffen möchte, ist schwierig. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass wirklich die relevanten Leute, die was zu sagen haben, auf der Bühne stehen, um eben auch dann den Wow-Effekt, der mir diesmal einfach gefehlt hat, dann bei den Zuschauern und bei den Teilnehmern zu erzeugen. Ja, ich würde es ähnlich zusammenfassen. Also ich finde nicht unbedingt schlecht, dass es so groß ist. Ich würde es weiterhin die Größe, glaube ich, beibehalten. Aber dann klar herausstellen, wo sind jetzt Business-Aktivitäten, wo ist auch ein Vortrag, der mir was erzählt, was ich morgen in meinem Business benutzen kann und wo sind die Sachen, die mich später und in Zukunft begeistern, wo sind die visionären Gedanken. Das einfach im Programm und klar herausheben, vielleicht auch in den Hallen und ganz klar die Schlange am Kaffee und am Essensstand zur Rush-Hour. Also das war so, dass man sich an den Ausstellerständen schneller was zu essen besorgen konnte, als an den bezahlten Ständen. Ich denke, da sollten sie deutlich daran arbeiten, wenn sie so viele Leute da durchschleißen wollen. Klare Aufgaben postuliert an die Veranstalter der Dimexco 2016, von den Beratern, hier von den Strategen, von der Diconium Strategy, Jonas und... Jetzt habe ich meinen Corinna. Jetzt. Ja, Corinna. Vielen Dank für eure Fahrt hier mit uns. Wir bedanken uns bei der Diconium, wir bedanken uns bei Mercedes-Benz für dieses tolle Fahrzeug. Unter Hashtag MB Social Car kann man auch alles finden, was Mercedes sonst noch macht mit diesem Auto. Martin, winken wir in die Kamera und sagen so, Tschüss. Also, in einem Jahr wieder. Dankeschön. Ciao. Ciao.